Hey Leute, wie versprochen mache ich heute ein Video über den Monster High Monster Maker. Jo, und ein paar positive, negative Sachen. Also es gibt schon einiges, was nicht so toll ist an dem Teil, aber ich zeige euch das alles. So, hier hätten wir einmal den Karton von dem Monster High Monster Maker. Ich finde den eigentlich richtig groß. Also größer als gedacht, man kann den noch aufklappen. Ja, aber das war's dann auch schon. So, das hier ist dieses Teil. Der Monster Maker, wenn man dann einmal Active-Knopf oder wie der sich nennt. Und ich habe keine Ahnung, wofür der gut ist, das ist nämlich nirgendwo in der Beschreibung drin. Dann kann man den hier einmal anmachen und hier kommt das Druckerkabel rein. Das muss man sich eventuell extra kaufen, wenn man keinen Drucker hat. Das liegt bei. Also ich habe den jetzt von Hama geholt für 17,99 €. 2 Euro nicht. Ich muss ja mal gucken, das wird es sicherlich auch im Real oder so geben oder bei Saturn oder Mediamarkt oder so. Wie sieht das aus? Wenn man einen Drucker hat, ist ja eigentlich auch im Drucker drin. Also zunächst muss man sich dann auch noch die App runterladen. Das war auch ein Problem, weil wenn man bei Toys R Us online zum Beispiel auf der Seite guckt, da gibt es ja halt dieses Video, wo das alles drin erklärt wird, und da ist auch ein Link drin in dem Video. Das bitte nicht anklicken, denn das ist nämlich vollkommen falsch. Da ist nämlich nichts drin zum Runterladen. Ich hatte da extra bei Mattel dann auch angerufen und sie hatte mir dann per E-Mail halt den richtigen Link dazu geschickt. Wenn die Seite auf Englisch ist, dann seid ihr auf jeden Fall richtig. Also zunächst steckt ihr auf jeden Fall erstmal den Stecker rein, oder meinetwegen könnt ihr das auch erstmal anmachen. So, dann seht ihr hier, leuchtet jetzt hier so ein Punkt. Wenn er dauerhaft durchleuchtet, ist er auf jeden Fall verbunden mit dem Computer. Wenn ich den jetzt rausziehe, seht ihr, er blinkt. Also wenn er blinkt, heißt er ist nicht verbunden. Natürlich hat das Teil auch Bluetooth, dazu müsste man sich die App runterladen, aber wenn ihr ein Android-System habt, könnt ihr es halt nicht runterladen aus dem Play Store. Mit Apple weiß ich es ehrlich gesagt nicht, aber ich habe halt schon gelesen, dass einige halt nur mit ihrem iPad die App runterladen konnten und auch nicht mit ihrem Handy. Oder halt mit einem ganz normalen billigen Tablet von Arca habe ich auch irgendwo gelesen, konnte das auch jemand runterladen. Hier sind natürlich auch ein paar Stifte dabei. 10 Stück, glaube ich, oder 9. So, dann haben wir hier die ganzen Adapter dafür, das steckt man hier vorne rein, genau. Und da ist halt immer drauf abgebildet, was für was ist. Aber man kommt da eigentlich relativ schnell durch, wenn man das reinstecken will. Was ich nicht so toll finde, diese Farben, die kriegt man von diesen Kleidungsstücken, kriegt man die überhaupt nicht ab. Das habe ich nämlich in der Beschreibung drin gelesen. Also ich würde die Sachen vielleicht nicht bemalen, weil man die Farbe vielleicht nicht mehr rauskriegt. Vielleicht, wenn man bemalt hat und man will es vielleicht doch irgendwie entfernen, man kann es ja mal mit Nagellackentferner versuchen oder mit Vanish Oxy Action White. Und was ich nicht so toll finde, ist, man kann ja eigentlich die Farben abwaschen bei den Puppen von den Stiften. Aber wie man das vielleicht ein bisschen erkennt hier, ich weiß nicht, ob man... Die Puppe war jetzt schon bemalt mit Gelb und Schwarz. Da hat man dann Probleme, das Gelb, das kriegt man nicht richtig runter. Auch das Schwarz, das ist auch so ein bisschen seltsam. Aber was man überhaupt nicht runterkriegt, ist halt Rot. Die rote Farbe, die ist halt schrecklich. Hier sieht man schon, ich habe schon einmal eine bemalt. Also wenn man jetzt die bunten Farben zum Beispiel nimmt und dann mit wenig Schwarz, dann sieht das wirklich sehr schön aus. Aber wenn man irgendwelche Gesichter nimmt, so viel Schwarz drin ist, dann sieht das einfach nur draufgemalt aus. Hier zum Beispiel, die bunten Farben sehen super schön aus, auch von der Quali her. Der Stift malt auch schon mal in dem Maker auch schon zweimal drüber oder so, teilweise. Wenn man jetzt auch hier sieht, das Auge, das ist halt auch nicht ganz so schön gemacht, finde ich, das obere. Die Perücke selber war auch nicht so toll. Also ich musste da einmal mit dem Glätteisen zumindest durchgehen. Da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen. Also mein Glätteisen habe ich jetzt auch nicht so heiß werden lassen. Da ging es eigentlich relativ gut.
Ja, ich zeige euch mal, wie eigentlich die Haare vorher aussahen von der Perücke. Also nicht so schön wie auf den Fotos, die man überall sieht im Internet. Also die Perücke sah anfangs so aus wie die Lorna-Puppe, also davon die Haare noch viel unordentlicher, also schrecklich. Dann fangen wir mal an zu gestalten. Mama. Machen wir hier auch bestätigen. Also wichtig ist immer erst das machen, was der Computer euch sagt und dann auch bestätigen drücken. So, das haben wir gemacht mit dem Silberteil. So, den gelben Stift. Also ich habe es anfangs nicht gesehen, dass dahinter noch so eine Klammer ist. So eine Art Wäscheklammer hier. Gut, dass man das so beide zusammendrücken kann. Wichtig ist auch immer, die Stifte kopfüber wieder reinzustecken und direkt den Deckel drauf machen. Das baut man solch aus. Jetzt fängt er an zu malen. Also der Druck, man sieht es vielleicht jetzt nicht unbedingt hier drauf. Mal anders machen. Das jetzt? Jetzt zeigt das. Man sieht es ja, da geht ja mal nach links und rechts, mehr kann da eigentlich gar nicht. Ich finde es eigentlich auch relativ langweilig, dem Gerät immer die ganze Zeit zuzugucken, weil es dauert dann doch schon etwas, je nachdem wie viel man da aufs Gesicht drucken möchte. Man kann da echt nur sich hinsetzen und dann dabei zugucken. Sieht natürlich ordentlicher aus, als wenn man das irgendwie so macht, mit der Hand malt. Obwohl man mit der Hand eigentlich auch Gesichter drauf malen kann, wenn man will. Ich zeige euch gleich mal, wenn es komplett fertig ist. Übrigens, am PC kann man es mitverfolgen, wie weit der Stift schon ist. Also hier ist er zum Beispiel bei 78% schon. Wenn er mit dem Gelb komplett fertig ist, sagt er dir dann die nächste Farbe. Ich vermute, das wird dann die Farbe Pink sein. Pink oder Rot. Aber das Tolle an den Figuren ist auch, dass man auch die normalen Klamotten von den Monster High Fashion Tags auch anziehen kann. Das passt auch Gott sei Dank alles. Das ist dann auch kein Problem. Das hat er natürlich mit dem Rotkarton gemacht. Er zeigt das jedes Mal an, stellen Sie sicher, dass den Stift während des Druckens nicht die Farbe aufstößt. Normal. So, als nächstes müsst ihr den pinkfarbenen Stift reinsetzen. Das zeigt er dann immer direkt danach an. Ich finde es ehrlich gesagt auch gar nicht so schön, dass man davon auch nichts nachkaufen kann, einzeln. Ich habe im Internet gestern gesehen, es gibt schon ein Zweierset, was man dazu kaufen kann, sind aber halt zwei Körper. Ich glaube, das waren orangefarbene und die andere Farbe weiß ich nicht mehr.
ist halt ohne irgendwas, ohne Klamotten, ohne Perücke, ohne alles. Sind einfach wirklich nur diese Körper und drei Stifte waren da nochmal bei. So ein schwarzer Stift, ein pinker und ich glaube noch ein roter oder lila. Auf jeden Fall waren es nur drei Stifte. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so toll. Man sieht jetzt hier, der geht jetzt noch ein zweites Mal drüber, damit die Farbe ein bisschen kräftiger wird. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich schön. Man kann auch nicht alles unbedingt bemalen, also auf dem PC zeigt er euch auch rote Stellen an, wo es zum Beispiel nicht geht. So, als letztes zeigt er euch den schwarzen Stift an, den ihr auswechseln müsst. Das habe ich schon gemacht. Bestätigung. Da werden jetzt die ganzen Umrandungen gemalt von den Augen und von den Augenbrauen und so weiter. Also wer sich das Set schon gekauft hat und auch noch 189 Euro für ausgegeben hat, also ich finde jetzt nicht, dass diese 189 Euro wirklich dem Wert auch entsprechen. Also diese 39 Euro finde ich schon völlig in Ordnung. Das finde ich schon ein bisschen zu teuer, weil es da echt keine Einzelteile für zu kaufen gibt. Also wenn die Stifte mal leer sind oder verloren gehen oder sonst irgendwas austrocknen, dann ist das alles Mist. Dann müsste man sich das Gerät theoretisch noch einmal kaufen. Nur wegen den Einzelteilen. An Gesichtern und Augen und so weiter bietet der Computer eigentlich, also diese App selber, ziemlich viel an, finde ich. Also wäre halt schöner, wenn man das noch aktualisieren könnte irgendwie. Also wenn Mattel irgendwie sagt, okay, jetzt machen wir nochmal ein paar Augen oder so, ein paar Sachen mehr, was man so machen kann, fände ich vielleicht schon ein bisschen besser. Dann zeigt er euch an, nehmt das Körper heraus. Jetzt kann man das Fenster mal aufmachen. Okay, die Klappe hier hoch. Zack, dann starten wir das Spiel aus und zack. Die Lippen sind halt ziemlich unordentlich geworden. Diese Stifte kann man leicht auch vergleichen mit Folien. Ich hoffe, euch hat mein Video gut gefallen und ich konnte euch ein bisschen vielleicht weiterhelfen mit manchen Fragen, weil es gibt ja nicht wirklich viele Videos, die auf Deutsch sind. Und in Amerika ist es auch wieder ein bisschen anders als hier. Also mit der App, ich werde euch den Link dazu nochmal unter das Video posten, damit ihr euch die App auch auf dem Laptop runterladen könnt oder sonst irgendwo. Da kommt man eigentlich ganz gut drauf. Ich werde auch die Telefonnummer von Mattel auch mal nochmal mit dazu schreiben, dass wenn noch Fragen offen sind, dass ihr da anrufen könnt. Bei irgendwelchen Fragen oder so, schreibt einfach einen Kommentar unter das Video. Ansonsten bis zum nächsten Mal.